Schönen guten Morgen nochmal. Willkommen zum Webinar zur DBS 2019. Es geht um Hinweise, Regelungen und vor allen Dingen Neuerungen aus diesem Berichtsjahr. Ich stelle uns zuerst kurz vor. Mein Name ist Katharina Ort. Ich arbeite in der Fachstelle für öffentliche Bibliotheken NRW und da bearbeite ich zusammen mit meiner Kollegin Frau Kaper den Bereich Statistik. Und wir machen dieses Webinar ja jetzt nun schon zum dritten Mal. Heute im Chat dabei ist auch die Frau Hollenbeek. Schreiben Sie immer in den Chat rein, wenn das ist. Die beiden versuchen es zu beantworten. Dann legen wir direkt mal los. Fangen mal an mit dem Ablauf, kurz zur Übersicht. Zuerst kommt mein Vortragsteil. Da geht es zuerst um grundsätzliche Ausfüll- und Verständnisfragen, dann Hilfsmittel, die Ihnen an die Hand gegeben sind, um insbesondere die zahlenmäßigen Felder ausfüllen zu können. Dann um die Neuerungen für dieses Berichtsjahr. Die sind ziemlich umfangreich, deswegen versuchen wir, die anderen Bereiche ein bisschen kurz zu halten. Dann kommen wir zu häufigen Fragen, die uns immer wieder begegnen. Und den Zusatzfragebogen, der ist nur für die NRW-Kollegen und Kolleginnen relevant, deswegen das nur in Kürze. Und am Ende natürlich die Beantwortung Ihrer Fragen. Schreiben Sie Fragen immer in den Chat oder sammeln Sie die fürs Ende. Kurze Fragen werden währenddessen beantwortet. Am Ende werden nochmal Fragen beantwortet, die für alle relevant sind. Ich würde dann jetzt an dieser Stelle die Kamera einfrieren, damit Sie nicht gleichzeitig auf Kamera und zwei andere Bildschirmelemente gucken müssen. So, Sie sollten mich am Ende aber trotzdem noch hören über die ganze Präsentation hinweg. Einen Moment. Ich hoffe, Sie hören mich noch. Wenn nicht, kriegt sich im Chat hoffentlich Widerstand. Ja, ich hoffe, den Fischotter bekommen wir wieder an Bord. Ich hoffe, das stimmt. Beginnen wir mit dem Inhalt. Also, grundsätzlichstes. Die Eintragungszeit ist vom 2.1. bis zum 15.2. diesen Jahres. Wenn es wesentliche Änderungen gab in Ihrer Bibliothek, also beispielsweise ein Umzug in eine deutlich kleinere oder größere Fläche oder längere Ausfallzeiten, was auch immer, teilen Sie uns das immer gerne mit in Feld 199, das Anmerkungsfeld. Wenn das zu kurz sein sollte, schreiben Sie uns eine E-Mail, man kann da nicht unendlich viel dran schreiben. Schreiben Sie bitte lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, was in Feld 199, das hilft uns wirklich sehr. Genau, informieren Sie alternativ einfach. Grundsätzliches ist der Unterschied zwischen N und 0. N bedeutet, der Sachverhalt liegt vor, aber der Wert wird nicht erfasst. Zum Beispiel also, Sie haben ein Magazin, aber den Bestand können Sie nicht genau benennen aus irgendeinem Grund. Dann würden Sie N in das entsprechende Feld schreiben. Wenn Sie gar kein Magazin haben, dann schreiben Sie 0, weil dann ist der Magazinbestand wirklich mathematische 0. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, der in vielen Feldern auftaucht. Dann eine weitere Sache, den Unterschied zwischen darunter und davon. Darunter Felder bilden immer Teilmengen der übergeordneten Felder. Beispielsweise das Feld 9 sind die aktiven Benutzer insgesamt, also alle. Und dann die untergeordneten Felder fragen die Benutzer unter 12 und über 60 Jahren ab. Das sind die beiden einzigen Felder, die darunter geordnet sind. Ist also hoffentlich ersichtlich. Sie können hier die Unterfelder nicht addieren und auf das übergeordnete Feld kommen. Da fehlen ja alle Benutzer zwischen 13 und 59. Anders ist das bei den Davon-Feldern, beispielsweise die 49, laufende Ausgaben insgesamt. Darunter kommen dann die Felder, die Davon-Felder, Ausgaben für Erwerbung, für Personal und sonstige laufende Ausgaben. Wenn man die summiert, sollte man auf das übergeordnete Feld 49 kommen. In diesem Jahr ist es auch neu, dass diese übergeordneten Felder sich automatisch ausfüllen. Also als kleine Hilfe für Sie füllen Sie zuerst die kleinteiligen untergeordneten Felder aus und schauen dann, ob das Überfeld sich automatisch ausfüllt und ob das dem Wert entspricht, den Sie sich vorher herausgesucht haben. Wenn nicht, dann können Sie das auch überschreiben und ändern. Erwähnen Sie das aber am besten kurz in Feld 199, den Anmerkungen, weil wir uns sonst fragen müssen, ob es da einen Tippfehler gab. Das
spart uns auf jeden Fall Anrufe. Wenn der Kontext nicht ganz klar ist, welches Feld welches ist oder ganz generell noch weitere Fragen sind, nutzen Sie am besten die Hilfsmittel, die ich Ihnen jetzt erkläre. Nämlich zuallererst das HBZ-Wiki. Da finden Sie alles Mögliche von den Vorabfragebögen mit Felderklärungen zu den häufig gestellten Fragen, den FAQs und zum VZL-Rechner, zu dem ich gleich noch komme. Also im Wiki sich umzuschauen, ist immer ein guter Anfang. Dann ganz leicht das Hilfsmittel im Fragebogen selbst. Wenn Sie den ausfüllen, können Sie auf die Feldnamen klicken. Dann kommt ein Fenster, was nochmal die Felddefinition darstellt. Dann müssen Sie nicht hin und her klicken zwischen verschiedenen Sachen und können sich immer gut rückversichern, wie das denn gemeint war, was Sie gerade ausfüllen wollen. Außerdem, bereits angesprochen, den VZL-Rechner. Für den haben wir eine eigene Folie. Hier sehen Sie den VZL-Rechner. Das ist im Prinzip eine Excel-Tabelle, die Ihnen aus den Wochen- oder Jahresarbeitsstunden der Mitarbeiter das Vollzeitäquivalent berechnet, was im Fragebogen gefragt ist. Diese Folie werde ich jetzt aus Zeitgründen nicht weiter erklären. Im Handout finden Sie aber einen Link und ich werde es auch, wenn wir das über YouTube teilen, nochmal verlinken zum Webinar des Vorjahres. Da hat Frau Kaper genau die gleiche Folie schon erklärt. Deswegen haben wir das an der Stelle jetzt ein bisschen ausgeklammert. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Neuerungen. Die gehe ich jetzt Stück für Stück durch. Also alles, was gelb markiert wurde im Fragebogen, ist eine Veränderung. Die weise ich alle kürzer oder länger an, damit Sie auch alles mitbekommen. Also Frage 1. Einwohnerzahl des Bibliotheksortes. Ja, Einwohnerzahl des Bibliotheksortes. Da geht es nur um die Hauptwohnsitzer. Das war schon immer so gemeint, aber stand nur in den FAQs und wurde jetzt zur besseren Verständlichkeit hier nochmal eingefügt. Dazu sei auch noch gesagt, dass Sie das Feld bitte alle ausfüllen. Das war historisch mal anders und je Fachstelle anders. Also verständlich, dass es da Irritationen gab, aber bitte füllen Sie das einfach selber aus mit den Daten, die Sie von Ihrer Kommune oder von der amtlichen Statusstatistik bekommen. Frage 5, der Zahl der externen Dienstleistungsstellen. Da heißt es jetzt, externe Dienstleistungsstellen sind Orte mit stationären Buch- und Medienbeständen außerhalb einer Bibliothek. Gemeint sind stationäre Bestände zum Beispiel in Kindergärten, Altenheimen, Tourismuszentren etc. Und Patientenbibliotheken sind ausgenommen. Die haben einen eigenen Fragebogen. Und es geht hier wirklich nur um dauerhafte Bestände, das heißt keine Medienboxen, die verliehen werden, sondern um ein dauerhaftes stationäres Angebot der Bibliothek. Damit hängt auch zusammen Feld 41-42, die Austausch- und Blockbestände, das wäre sowas. Die werden nicht mehr zahlenmäßig erfasst, sondern nur noch als Ja- und Nein-Frage. Das taucht aber im Folgenden nochmal auf. Frage 6 und 6.1, die Publikumsfläche insgesamt und in der Hauptstelle ist auch gleich geblieben inhaltlich. Das Feld 6.1 heißt jetzt nur noch darunter. Das hieß vorher einfach nur Publikumsfläche der Hauptstelle und wurde optisch ein bisschen angeglichen, aber inhaltlich ist es dasselbe. In Fragen 7 und 8, den Öffnungsstunden, da wurde jeweils ein Feld für die Open Library Zeiten eingefügt. Also unter 7 haben Sie jetzt die Jahresöffnungsstunden mit Bibliothekspersonal und unter 7.1 die Jahresöffnungsstunden ohne Personal. Gemeint ist hier nach wie vor die Gesamtzahl der Öffnungsstunden aller Bibliotheken, also aller Zweigstellen zusammen. Und unter 8 selbes Prinzip für die Wochenöffnungsstunden, also für die Wochenöffnungszeiten nur Ihre Hauptstelle und entsprechendes für Open Library. Also da ziehen Sie die beiden Öffnungsarten bitte auseinander, wenn Sie die denn haben. Ansonsten einfach eine Null eintragen, denn dann haben Sie ja Null. Kein Ende. So. Eine wichtige Neuerung. Ab Bericht 21 entfällt die Fragengruppe 9 bis 11, die aktiven Benutzer. Das liegt daran, dass die Ergebnisse immer schwer vergleichbar waren. Jedes Bibliothekssystem hatte eine andere Art, das zu zählen. Jede Bibliothek hat eine andere Art, Ausweise zu vergeben. Das war immer schwer vergleichbar und deswegen wurde nun entschieden, dass das ab 2021 entfällt und künftig der Fokus mehr auf der Bibliothek als dritten Ort und Aufenthaltsort liegt. Deswegen ist das Feld 12, die Benutzerzählung, Besuch,
Besucherzählung. Ich habe es auch noch nicht ganz hinter mir gelassen. Die Besucherzählung wird künftig wichtig und die Benutzer weniger. Dennoch füllen Sie das bitte jetzt noch 2 Jahre aus. Die Datenbasis sollte immer so vollständig sein wie möglich. Also das nur als Ausblick auf die Zukunft. Wir haben auf unserem Blog auch einen Beitrag zu Besucherzählern, zu den Basics, die man wissen könnte. Die sind gar nicht mehr teuer, die Geräte um 100 € oft. Also würden wir Ihnen das auf jeden Fall empfehlen, weil Ihnen viel Arbeit spart. Dann haben Sie keine Buchungen mehr. Frage 12.1. Die virtuellen Besuche. Das Feld war bisher gesperrt. Ist es für die meisten auch immer noch? Hier geht es um die Besuche auf Ihrer Website, also um die Klicks. Und für diese Zählung gibt es nun ein Pilotprojekt des HBZ, was auch schon angelaufen ist. An dem machen 6 öffentliche Bibliotheken aus NRW schon, an denen nehmen die schon teil. Wer betroffen ist, wird es wissen. Und wer gerne betroffen wäre, kann sich beim HBZ melden. Das Projekt läuft weiter. Also, Sie können ja, dieses Feld 12.1 aktivieren lassen. Und ab nächstem Jahr sollen dann über dieses Projekt auch die Nutzung von Apps erfasst werden. Frage 15 und 17. Die Medien- und Freihandaufstellung, der Insgesamtbestand und den Magazinbestand. Da hat sich eine Formulierung geändert, nämlich Medien ist gleich Print und Non-Print. Also wenn dort Medien- und Freihandaufstellung steht, ist gemeint Gesamtsumme aller Print- und Non-Print-Medien. Also inhaltlich dasselbe wie beim letzten Mal. Generell wurde die Fragengruppe Bestand und Entleihung verschlankt. Die Werte zur Sachliteratur, Belletristik und Zeitschriften werden nicht mehr separat abgefragt. Deswegen haben sich ja die Formulierungen in den anderen Feldern geändert. Hier passend ist auch die Info, eine Medienbox zählt als ein Non-Print-Medium. Also egal, wie viele Teile da drin sind, die Medienbox zählt als ein Medium und die Entleihung davon zählt auch als eine Entleihung. Das hatten wir vorsorglich beim HBZ nachgefragt, weil die Frage uns öfter. Weiterhin bei den Printmedien beim Bestand hat sich die Formulierung geändert. Gezählt werden die Feind-Exemplare aller Printmedien. Es wird jeweils die physische Einheit gezählt. Handschriften und Autographen werden nicht hier, sondern bei 28 gezählt, ebenso Medienkombinationen. Inhaltlich dasselbe wie letztes Jahr. Vorher stand hier eine Formel für die ganzen Unterfelder, die aber jetzt ja gestrichen wurden, die Einzelwerte für Belletristik etc. Nach wie vor werden hier also nur die Freihandexemplare gezählt. Die Entleihungen werden auch nur noch für den Freihandbestand erfasst. Also bei 19 Printmedien insgesamt Entleihungen heißt es jetzt, als Entleihung zählen alle im Laufe des Berichtsjahres in der Bibliothek protokollierten Entleihungen an Benutzer. Addiert werden die Entleihungen von Freihandexemplaren wie büchergebundenen Zeitschriftenbänden, Zeitschriftenheften und so weiter. Nicht jedoch Entleihung aus dem Magazinbestand. Wie bereits gesagt, der Block 20 bis 23 und 26, 27 entfällt. Die Einzelwerte von Sachliteratur, Belletristik und Zeitschriften entfallen. Die mögen für die interne Steuerung der einzelnen Bibliotheken natürlich sehr wichtig sein. In der nationalen Statistik, in der DBS, sind sie aber eher entbehrlich und um den Fragebogen nicht unnötig zu verlängern, sind sie jetzt gestrichen. Ganz generell, wenn Sie sich für die Begründung dieser Veränderungen interessieren, gibt es im HBZ-Wiki auch die Protokolle von allen Steuerungsgruppensitzungen und alle Statements für jedes einzelne Feld, was verändert oder gestrichen wird. Da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick, wenn Sie sich dafür tiefer interessieren. Frage 28, 29, da geht es um Non-Prints und Sonstiges, um den Bestand und die entsprechenden Entleihungen. Das ist jetzt zusammengefasst, umfasst eigentlich, wie der Name schon sagt, Non-Prints und alles weitere Sonstige, also alles, was nicht gedruckt ist, insbesondere auch alles aus der Rubrik Bibliothek der Dinge, und auch alles weitere, wie zum Beispiel Tonis, CDs, DVDs, ja, ich wiederhole mich, also alles Sonstige. Und diese entsprechenden Medien werden einfach nach physischen Einheiten gezählt. Frage 34, 35, die E-Medien. Da kann ich Sie beruhigen. Es ist
wieder dieselbe Definition wie zuvor. Das bezieht sich auf die klassische Onleihe. Der E-Medienbestand ist Bestand, für den dem Benutzer zeitlich befristeter Zugriff auf E-Books und andere virtuelle Einzelmedien gewährt wird. Genau. Die unter 38, da komme ich gleich noch zu, erfassten Plattformen, Dienste und Datenbanken, also im Prinzip alles, was nicht die Onleihe ist, wird auch unter 38 gezählt, zum Beispiel Munzinger, also die einzelnen Datensätze aus Munzinger würden nicht als Bestand ihrer E-Medien zählen. Da hat sich aber inhaltlich nichts geändert zu zuvor. Also unter 34 tragen Sie die eigenen E-Medien ein, 34.1 E-Medien im Verbund, 34.2 Zahl der Bibliotheken im Verbund und dann die entsprechenden Entleihungen. Frage 37 entfällt der Abgang an Medieneinheiten. Ein Vergleich zwischen Lösch- und Zugangsquote ist auch hauptsächlich für die interne Steuerung wichtig. Und ja, um den Fragebogen schmaler zu halten, wurde das dann jetzt gestrichen. Dann die angekündigte Frage 38. Lizenzierte virtuelle Plattformen, Dienste und Datenbanken. Hierzu gehören die laufend bezogenen Plattformen, Dienste und Datenbanken, die als nicht entleihbare Bestände über einen Server zur Nutzung bereitgestellt werden. Also alle weiteren Datenbanken außer der Onleihe, alles, worauf die Benutzer einfach nur zugreifen, ohne das über das Konto offline zu kommen, wird hier gezählt. Und zwar die Zahl dieser Angebote. Sie zählen also plus 1 für jeden Dienst, zum Beispiel Freegal, Tiger Books, Filmfriend, Genius, Brockhaus, wird alles als plus 1 addiert auf die Summe, die Sie hier eintragen. Jetzt kommt die Ausnahme. Sollten mehrere ganz verschiedene Datenbanken und Dienste unter einer gemeinsamen Benutzeroberfläche zugänglich sein, wird jede von ihnen einzeln gezählt. Zum Beispiel bei Munzinger. Da gibt es Munzinger Personen, Munzinger Länder. Das ist inhaltlich so verschieden, dass entschieden wurde, dass das auch als zwei Angebote zählt, weil sie es ja auch separat buchen können oder nicht. Bei Tiger Books, weil die Rückfrage auch schon kam, Tiger Books zählt als plus 1, egal ob sie Lizenzen für ein oder für 100 Geräte haben. Das ist das Angebot Tiger Books, das sie haben. So würde das dann zählen. Auch neu. Hier zählen auch die Sprachkurse rein, die Sie eventuell haben. Und hier zählt jeder Anbieter als eins. Nicht jedes Sprachniveau und auch nicht jede Sprache, die ein Anbieter im Portfolio hat. Sie zählen einfach nur den Sprachanbieter als eins. Und wenn Sie zwei verschiedene Anbieter haben, dann natürlich beide. Genau, E-Learning wurde vorher unter 40 erfasst, aber nun hier. Ein neues Feld ist das Feld 38.1, die Nutzung lizenzierter virtueller Plattformen, also die Anzahl der Logins. Erhoben wird hier die Anzahl der erfolgreich getätigten Authentifizierungen über die entsprechende Schnittstelle des Bibliothekssystems. Hier werden sowohl Single Sign-On als auch plattformbezogene Authentifizierungen erfasst. Also wenn Sie 3 von 10 Diensten mit separaten Logins haben und die anderen 7 über Single Sign-On, dann werden die Zahlen, die Sie da erheben, einfach addiert. Das lässt sich dann nicht mehr so leicht interpretieren im Vergleich, aber es war die praktikabelste Möglichkeit. Und um das zu dokumentieren, wurde dann die Folgefrage 38.2 angefügt. Die Authentifizierung wird über Single Sign-On vorgenommen, ja, nein, teilweise, um das zumindest ein bisschen interpretieren zu können. Dazu passt das Finanzfeld 52. Sonstige laufende Ausgaben inklusive Portalkosten. Also das zählt dann als Portal. Die Frage 41-42 hatte ich Ihnen schon kurz angesprochen. Empfangene und verliehene Austausch- und Logbestände ist entfallen. Stattdessen gibt es nun die Frage 41-1. Nutzen Sie Austausch- und Logbestände? Ja, nein. Die wurde eingeführt, um Bibliotheken identifizieren zu können, die auf die Art große Ausleihzahlen generieren, zur Interpretation. Aber die genauen Details sind für die nationale Statistik wieder mehr entbehrlich. Gemeint sind hier die externen Blockbestände und ganz explizit kein interner Leihverkehr zwischen Zweigstellen.
Also das bezieht sich auf das Feld, was ich vorhin angesprochen hatte, Blockbestände in anderen Einrichtungen, nicht auf das, was sie zwischen den Zweigstellen hin und her verleihen. Dann die Frage 45, Dokumentlieferung, entfällt auch im Zuge der Verschlankung. Eine generelle Neuerung ist, dass Finanz- und Personalzahlen immer mit 2 Nachkommastellen angegeben werden, also Feld 49 bis 78. Das sehen Sie auch im Fragebogen, entweder sind diese Nachkommastellen aufgebaut oder nicht, beziehungsweise Sie können das dann mit Komma eingeben oder nicht. Also, wenn Sie die Zahlen haben, geben Sie uns alles centgenau an, wenn Sie es so genau wissen. Wurde jetzt generell so entschieden. Genau. Die Summenfelder werden, wie ich schon kurz gesagt hatte, automatisch berechnet, können überschrieben werden. Es ist eine gute Hilfe für Sie, dass man sich nicht vertippt beim Rechnen. Also füllen Sie erst die untergeordneten Felder aus, schauen dann, was bei der Summe kommt. Und wenn Sie das ändern müssen, tun Sie das, aber dokumentieren Sie das bitte in Feld 199. Okay, da kommen jetzt viele Fragen im Chat, da gehen wir dann am Ende drauf ein. Frage 78. Fortbildungsstunden der Mitarbeiter. Ist inhaltlich gleich geblieben, aus den FAQs ist die Ergänzung reingewandert. Fahrzeiten sind grundsätzlich keine Fortbildungsstunden. War immer so gemeint, steht jetzt deutlicher nochmal hier. Es sind also nur die Zeiten während der Schulung hier zu zählen. Frage 79, die Rechercheanfragen entfallen auch. War wohl immer schwer vergleichbar, weil die Zählung doch sehr aufwendig ist und das wird jetzt nicht mehr erfasst. Die Frage 99.1 steht an einer neuen Position, also die Anzahl der Besuche bei Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen. Hier ist die Gesamtsumme der Besuche bei allen Veranstaltungen etc. gemeint. Das ist keine Teilsumme des übergeordneten Feldes, also lassen Sie sich von der Punkt 1 nicht verwirren. Die Felddefinition ist das, auf das Sie schauen sollten. Es geht um alle Besuche bei allen Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen, die dieses Jahr dann hatten. Dieses Besuchsfeld ist eine Teilsumme aus Feld 12 Besuche. Also hier gemeint sind die Besuche vor Ort in der Bibliothek. Die Besuche für Veranstaltungen sind logischerweise eine Teilsumme davon. Wenn Sie Veranstaltungen haben, die außerhalb der Bibliothek stattfinden, dann erheben Sie am besten auch dort die Teilnehmerzahl. Die können Sie dann hier natürlich, die können Sie dann natürlich dazu rechnen und auch auf die Besuche in Feld 12 dazu rechnen. Der Termin der Steuerungsgruppe findet übrigens kommenden März statt. Ganz generell, falls es Änderungswünsche gibt, können Sie uns die im Januar und Februar mitteilen, dann können die in der Steuerungsgruppe noch diskutiert werden und zum kommenden Jahr eventuell übernommen. Ganz generell, wenn es Feedback gibt, inhaltlich, also keine Fragen, wenden Sie sich ans HBZ, dann ja, kann darauf eingegangen werden. Aber auch da hilft ein Blick in die Protokolle, vieles wurde schon besprochen, das war sehr optimistisch. Eine schöne Information für die es betrifft, die Bereiche Patienten-, Fahr- und Musikbibliotheken wurden nicht verändert. Und dann sind wir durch mit den Neuerungen für dieses Jahr und kommen zu den häufigen Fragen. Ein häufiges Fragefeld ist der Bereich virtuelle Medienanleihe. Hatte ich eben schon kurz angesprochen, aber hier nochmal mit einer Grafik. Sie fragen sich am besten einfach, sind Sie Mitglied in einem E-Medienverbund? Wenn ja, füllen Sie 34.1 und 34.2 aus, also den Verbundbestand und die Anzahl der Verbundbibliotheken. Wenn nicht, wenn Sie eine Einzelsicht haben und sich ganz allein die E-Medien organisieren, dann füllen Sie 34 aus, eigener E-Medienbestand. Wenn Sie in einem Verbund sind und zusätzlich einige E-Medien noch nur für die eigene Bibliothek dazu lizenziert haben, können Sie diesen, ich sag mal, Extrabestand in Feld 34 dazu eintragen. Dann schauen Sie aber bitte, dass sich da nichts doppelt, aber für die paar, die es betrifft, die gibt es, die dürfen dann natürlich alle Felder aus. Dann kommen wir zum Block Finanzen. Wir haben Ihnen natürlich
einmal das aus dem Fragebogen gescreenshottet. Da gibt es jetzt eine kleine Eselsbrücke. Und zwar schauen wir auf die Gesamtaufgaben, das Feld 54, wo das Gleichzeichen steht. Da sollten Sie mathematisch hinkommen. Und da kommen Sie auf zwei Wegen hin. Fangen wir mal oben an. Feld 49, laufende Ausgaben insgesamt. Also alle laufenden Aufgaben werden hier eingetragen. Dann kommen ein paar davon Felder, die das genauer erklären. Die ignorieren wir jetzt an der Stelle. Sie können addieren. Laufende Ausgaben insgesamt plus 53 einmalige Investitionen und alles Laufende plus alles Einmalige soll für die Gesamtausgaben ergeben. Also Sie können den ersten Pfeil entlang addieren. Dann haben Sie erfasst, also dann haben Sie, dann sehen Sie, was ausgegeben wurde. Sie können aber auch von der anderen Seite rechnen, nämlich in unserer Grafik jetzt von unten nach oben, in der unteren Hälfte. Sie können addieren die eigenen Einnahmen, die Sie haben, plus Fremdmittel, die es gab, zum Beispiel unsere Landesförderung, plus die Ausgabe des Trägers für die Bibliothek. Und das sollte dann auch auf die Gesamtausgaben kommen. Hier fragen Sie sich also nicht, was wurde ausgegeben, sondern wer hat Geld ausgegeben und wo kommt es her. Sollte aber ebenso auf die Summe aus 54 kommen. Und das kontrollieren Sie halt leicht, indem Sie sich die Summe erstmal automatisch berechnen lassen und schauen, ob das dann passt zu dem, was Sie ermittelt haben. Nun nochmal zur Klärung. Schon immer und auch jetzt gilt, die Ausgaben des Trägers für die Bibliothek sind ohne die eigenen Einnahmen. Weil die in Feld 63 nochmal separat gefragt werden, müssen die bei 55 rausgerechnet werden. Das steht aber auch so in den Felderklärungen. Schauen, genau. Ein Hinweis noch. Wenn es nicht möglich ist, Mittel anzusehen, weil der Haushalt noch nicht da ist, etc., dann füllen Sie da am besten erstmal nichts aus. Wenn bis zum Ende der Eintragungszeit Sie die Zahlen immer noch nicht haben, also bis Mitte Februar, dann können Sie gerne auch einfach die Haushaltsansätze ausfüllen. Also für alle Bibliotheken, die in kommunaler Trägerschaft sind, Sie müssten ja die Haushaltsansätze öffentlich einsehen können. Dann wäre es gut, wenn Sie das da eintragen. Ist dann nicht ganz akkurat, aber ist besser als gar keine Daten. Kommentieren Sie das in Feld 199 und wenn Sie die richtigen Daten dann bekommen, dann reichen Sie die sehr gerne nach an uns als Fachstelle bis zum 31. März oder auch bis 15.05. ans HBZ direkt unter bbs@hbz-energie.de. Genaue Daten sind immer lieber, aber geschätzte Daten sind besser als gar keine. Diese ganzen Formeln und Sachen, die ich gerade gesagt habe, sind nochmal im Handout, was wir auch verlinken, mit Beispielen zum Nachrechnen. Was ich gerade gesagt habe, dass die Gesamtausgaben deckungsgleich sind mit den ausgegebenen Mitteln, also Oberhälfte und Unterhälfte, gilt für die allermeisten Bibliotheken, nämlich für die kommunaler Trägerschaft. In privater Trägerschaft arbeiten teilweise ein bisschen anders, also als Warnung vorab, Sie eine der wenigen sind, genießen Sie diese Folie mit Vorsicht, aber für alle anderen sollte der Rechentipp helfen. Ein weiteres Fragenfeld sind die Veranstaltungen. Unter Feld 94 haben Sie Veranstaltung, Führung, Ausstellung insgesamt. Also da tragen Sie ein die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen, nicht die Besucher dabei, sondern wie viele Veranstaltungen haben Sie angeboten. Dann kommen untergeordnete Felder, in denen abgefragt wird, welche Art von Veranstaltungen Sie angeboten haben. Feld 99 ist das Feld sonstige Veranstaltungen. Da packen Sie dann alles rein, was zu keiner anderen Kategorie passt. Wenn Sie eine Veranstaltung haben, die zwei Kategorien bedient, dann suchen Sie sich aus, welche am ehesten betroffen ist, und zählen die aber bitte nur einmal. Also am Ende sollte in Feld 94 auch wirklich die Zahl der durchgeführten Veranstaltungen dieses Jahres stehen. Falls eine Veranstaltung abgesagt wird, wird die dann hier auch nicht mehr gezählt. Es geht um das, was wirklich stattgefunden hat. Wenn die DWS-Phase vorbei ist und die Erfassung vorbei ist und die Daten vom HBZ freigegeben wurden, sehen Sie, die Ergebnisse sind da. Aber was machen Sie jetzt damit? Auch da hat das HBZ vorgesorgt. Es gibt Interpretationshilfen.
Sie können sich nicht nur die Kennzahlen ausgeben lassen, die Sie eingetragen haben, sondern auch den Bereich der 900er-Zahlen. Das sind dann Kennzahlen für die Steuerung. Also Umsatz, Besuch pro Einwohner, VZL pro Einwohner und so weiter. Dazu gibt es eine eigene Datei, die diese Zahlen nochmal genau erklärt, also wie die zu interpretieren sind und wie die zustande kommen. Können wir Ihnen nur empfehlen. Außerdem den Bibliotheksmonitor für Indikatorenraster, der sich jetzt mit einem Klick ausfüllen lässt. Also wenn Sie sich unter bibliothekstatistik.de einloggen, die auch dann ausfüllen, dann haben Sie einen Button Bibliotheksmonitor ausfüllen und der trägt Sie dann genau da ein, wo Ihre Bibliothek hingehört und vergleicht dann einige Kennzahlen mit dem Durchschnitt der Bibliotheken in Ihrer Größenklasse. Das ist auf jeden Fall hilfreich und ja, füllt sich mit einem Klick von selbst aus. Dann kommen wir zum Zusatzfragebogen. Der ist nur für die Bibliotheken in NRW relevant. Der Eintragungszeitraum ist der gleiche wie bei der DBS. Den Link dazu verteilen wir über unseren Newsletter, über E-Mails, über alle Kanäle, die uns eigentlich zur Verfügung stehen. Also sollte der Sie erreichen. Der Zusatzfragebogen wird zweijährig erhoben. Weiterhin, wir benutzen auch dieses Jahr dasselbe Tool wie beim letzten Mal. Also Sie bekommen den Link und sollten die Daten dann da eintragen. Sie haben jetzt seit neuestem da die Möglichkeit, zwischenzuspeichern. Das geht nicht automatisch, aber das geht über einen Button, wo Sie sich einen individuellen Link generieren. Den müssen Sie sich dann irgendwo abspeichern und wenn Sie dann auf diesen neuen Link gehen, steigen Sie da wieder ein, wo Sie aufgehört haben mit der Eintragung. Also müssen Sie nicht alles auf einmal machen, das ist ein bisschen komfortabel. Dasselbe gilt auch für die DBS, also da gibt es den Button Absenden. Der sendet das aber nicht final ab, Sie können dann während der Eintragungsphase immer weiterhin eintragen und ändern. Also Sie müssen nicht alle Zahlen in einem Rutsch eintragen, sondern können auf die Art auch zwischenspeichern. Aber Sie müssen den Button bitte unbedingt drücken. Dann wären wir auch schon am Ende eines Vortrags. Ich mache die Kamera mal wieder an. Da gibt es jetzt auf der Folie nicht mehr so viel zu sehen. Wir haben dann jetzt nochmal die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Generell gilt bei allen weiteren Rückfragen, wenden Sie sich immer gern an Frau Kraper und mich. Das ist unser Aufgabenbereich. Wir sind gern für Sie da. Jetzt schaue ich einmal in den. Da haben meine Kolleginnen schon sehr viel parallel gearbeitet. Vielen Dank. Aber ich bekomme signalisiert, dass wir keine allgemeinen Anfragen mehr haben. Ja, dann hoffe ich, das Webinar hat Ihnen gefallen und dass Sie ja, jetzt frohen Mutes in die Erfassungsphase starten können. Wie gesagt, bekommen Sie dieses Video und Handouts alles im Anschluss. Das bekommen alle und nicht nur die, die hier im Webinar live dabei waren. Also, ja, danke ich Ihnen an der Stelle für die Aufmerksamkeit und hoffe, Sie haben erstmal eine erholsame, schöne Weihnachtszeit. Jetzt fällt die Form der Wissensvermittlung. Das ist schön. Okay, keine Frage mehr. Genau. Dann hoffe ich, Sie haben eine entspannte Weihnachtszeit und falls es wieder erwarten, ob Probleme geben sollte, dann rufen Sie mich bitte gerne.